Den Bunnyhop lernt ihr am besten in drei Etappen. Erstens der Manuel, zweitens der Absprung und drittens die Flugphase und Landung. Erstens der Manuel. Der Manuel muss sich für den Bunnyhop sehr explosiv ausführen. Das heißt, ich gehe mit meinem Oberkörper dynamisch tief, komprimiere so meine Federgabel und drücke mich dann sehr kraftvoll vom Boden wieder ab. Punkt 2, der Absprung. In dem Moment, wo ich den Manuel eingeleitet habe, ziehe ich mich am Lenker explosiv nach vor und springe mit den Beinen ab. Wichtig dabei ist, dass der Absprung nach vorne oben erfolgt. Drittens, Flugphase und die Landung. In der Flugphase ist ganz wichtig, Körperspannung zu behalten. Das schaffe ich dadurch, dass ich meinen Lenker mit nach vorne nehme, nach oben drücke und für die Landung dann nach unten drücke. Ich lande mit meinem Vorderrad zuerst. Durch das nach unten drücken des Lenkers schaffe ich auch noch zusätzliche Höhe mit meinem Hinterrad.